Hallihallo, hallo, werte RPG-Freunde und herzlich willkommen zur neuesten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben letzte Folge einen Auftrag angenommen, wegen eines sogenannten Drachens, den wir jetzt weiterführen werden. Ja, und dazu müssen wir erstmal zum Ort des Geschehens hingelangen. Ich glaube, das war... Ja, genau da. Das habe ich doch selbst gewusst, da hätte ich die Videokarte gar nicht gebraucht. So. Da sehen wir schon mal... Das erste Opfer. Ziemlich schwacher Drache. Konnte die Kuh nicht tragen, hat sie nur zerfetzt und dann liegen gelassen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Drache ist, ist gleich null, würde ich mal sagen. Das Blut der Kuh. Es könnte mich zum Versteck führen. Ja, weil der Drache konnte ja nicht mal eine Kuh tragen, Junge. Was für ein Drache? Das wäre ein easy totes Viech. Und wir werden ordentlich Geld damit machen. Mit einem Scheindrachen. Ja, die Spuren sind eindeutig. Diese Kuh hat auch nicht geblutet. Aber wenn er sie nicht tragen konnte, wieso ist da überall das Blut? Oh, schau mal. Verstreute Knochen. Er ist von weit oben runtergefallen. Ist das ein Hund? Könnte man annehmen, nicht wahr? Und seine Gedärme überall. Ein Nest. Wahrscheinlich von einem Gabelschwanz. Warten ergibt keinen Sinn. Ich brauche einen Köder. Ja. Sehr schön. Der Drache von Firasdal. Geh doch mal weg. Der Drache, ja, das werden wir im Bestiario mal sehen. Geist der Briten, Insektöden, Konstrukte, Nekrophagen, Ukroide, Relikte, Vampire, verfluchte Wesen. Drakonide wird das sein. Nur wenige wissen, wie der Drache wirklich aussehen wird. Nahe genug an einen rangekommen ist, hat selten überlebt, um seine Eindrücke zu schildern. Da werden häufig andere Monster mit Drachen verwechselt. Auch mit Firasdal, wo sich der Drache, der dort Verwüstung anrichtete, als Gabelschwanz erwies. Der Irrtum bedeutete freilich keine Entwarnung. Der Gabelschwanz, der Firasdal zusetzte, war ein besonderes, bösartiges Exemplar mit hier unerschöpflichen Gevorräten. Ihm entgegenzutreten, ohne zuvor einen regenerativen Trank oder ein Gegengift zu konsumieren, war glatter Selbstmord. Goldener Pirol, Kratetschke, ein Drakonidenöl und Art. Sehr gut, wir werden ihn mit Art zusetzen. Kein Problem. Können wir sogar schon auswählen. Art. Tja, die Art zu kämpfen. Tja, nur mit Art. Ist artig. Okay, lassen wir das. Oh, das war nicht mal schlecht. Das war einfach mega schlecht. Oh Gott. So, hi, ja. Ey, das wollte ich nicht. Ach so, das war nicht mal hier, oder? Da ist ja der Typ. Bin direkt da vorbeigelaufen. Haha, so viel Energie. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Ach, Junge. Ich habe das Nest des Drachen gefunden, aber ich brauche einen Köder. Zum Beispiel ein Schaf. Oder ein Baby. Ah, verstehe. Willst du es mit Schwefel vollstopfen? Noch ein Verbündeter des kleinen, tapferen Schuhmachers. Nein, ich schaffe das ohne Schwefel. Ich brauche nur ein Schaf. Ungewürzt. Ja. Und das hier kann ich dir geben. Es ist zwar räudig, aber was soll's. Weißt du, wie man ein Schaf treibt? Du scheuchst es wie einen Schäferhund. Du kommst von links, es geht nach rechts. Du kommst von rechts, es geht... Hast du keine Leine? Wenn Hunde das kapieren, kriege ich das auch hin. Sollte man meinen. Wie ruft man eigentlich ein Schaf? Hier, Schäfchen. Hey, Schäfchen. Komm her. Wir jagen jetzt einen Gabelschwanz. Los, Schäfchen. Hü, Schaf. Lauf schon. Hopp, hopp. Ah, nicht da. Nicht in diese Richtung. Warte. Du musst schon, ja. Ja, vielleicht ein bisschen mehr in diese Richtung. Ja, hey, hallo, hey. Schäfchen, ist gar nicht so leicht. Come on. Soll ich jetzt bellen, damit du hier etwas aufgescheuchter bist? Wuff, komm, bell dich. Sonst schlachte ich dich mit meinem fucking Schwert, bevor wir da sind. Ja, oh mein Gott, hast du eine... Bist du beschädigt? Kannst du nur nach links oder rechts rennen und nicht nach... Hey, nein, wo bist du?
Junge Mia. Tja, aber einen hübschen Hintern hast du. So putzig. Der Hintern. Lass das. Das ist ja fast einladend. Nein, nicht diese Richtung. Ach, verzeih mir, was ich gesagt habe. Come on. Ja, lauf weiter. Jetzt läuft es freiwillig weiter, oder? Wie schmeckt dir das, Silver? Aua! Hey! Das hat tatsächlich einfach mal ein... Du komischer Drache, du! Ja, komm hier. Wie dir das Silber schmeckt, wer weiß. Das kassiert ein bisschen Schaden, aber ich glaube, ich habe die falsche Waffe. Nehmen wir eine andere. Macht das jetzt ein bisschen mehr Schaden? Ich glaube nicht. Los, Waffenwechsel. Nein, nicht mit der Faust. Ja, das macht eindeutig mehr Schaden. War doch richtig. Ui! Wow, fast hat er mich erwischt. Aber nur fast, mein Kleiner. Ja, ich hätte mehr erwartet von Art. Oh, das war ein Ansturm, hä? So, krepiere meine ich. Na? Wo willst du hin? Nix da! Fliegen ist nicht hier. Gabelschwanz-Miststück, du. Ups, ich war etwas weit weg. Sorry. Halt! Oh, da wollte es wegfliegen. Ja, egal. Jetzt weiß ich zumindest... Oh, jetzt fliegt er doch. Oh mein Gott, ey, ist das der... Derweil ist er ja wach. Er hat es aber zu gut. So. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Hä? Und ein Hieb, der sie gewaschen hat. Oh. Hä, wieso kriegt das dauerhaft Schaden plötzlich? Naja. Nochmal ein bisschen was essen hier. Oh, das war also der Drache. Du bist für eine gute Sache gestorben, Schaf. Ruhe in Frieden. Ja, genau. Ach, dieses arme Schaf. Ich mochte es fast schon. Musste es denn sterben? Ja, es musste. Kann ich es euch plündern? Ich meine, wo ist das tote Schaf? Es wird doch Fleisch haben, egal. Dann nicht. Wir brauchen nicht das Schafsfleisch, das uns bestimmt einiges Leckeres eingebracht hätte. Lecker Schafsfleisch. Ein bisschen Hammelfleisch für uns alle. Hätte mir gut getan. Hammelei. Nun gibt es nur noch Gammelei. Oder so. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte Axt. Ein Hexer. Freya sei gelobt. Ja, danke. Du hast Hilfe gerufen, letztes Mal. Und dann? Was dann? Ja, hallo. Nichts dann. Und was schert es euch auch? Das ist was für einen Hexer. Genau. Bitte sehr. Der hat nur auf mich gewartet. Worum geht's denn? Um ein Monster. Es hat mich angegriffen. Mich und meinen Kameraden. Das Vieh schlitzen wir auf. Nein, nicht wir. Der Hexer. Warum den Hexer belästigen? Das war doch bestimmt bloß ein Wolfsrudel. Du hattest solchen Schiss, dass du Gespenster gesehen hast. Vielleicht. Ich hol ein paar stramme Jungs und dann... Nicht nötig. Der Hexer macht das schon. Du lässt uns nicht hängen, oder? Fahrröhr, strunzdoof. Der hat einen guten Ruf, hä? Kommst du von Fahrröhr? Ganz schön weit weg. So ist es. Ich kam aus Fyrisdal, um eine Ladung Felle aus Svorlak zu verhökern. Svorlak? Also nicht von Fahrö. Svorlak ist auf Spikerog. Tja, weißt du, ich bin von Fahrö nach Svorlak gesegelt und habe da Krempel vom Festland gegen Felle getauscht. Dann bin ich hergekommen.
Okay. Wo fährt? Stikerok nach Artskellig. Bist ja gut rumgekommen. Was bleibt mir übrig? Kaufleute segeln guten Geschäften hinterher, anstatt schlechte in der Nähe zu machen. Der Jäger hat vielleicht recht. Und es waren nur Wölfe. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und woher sollte er das auch wissen? Diese Drummond-Deppen können keinen Fisch von einem Furz unterscheiden. Okay. Dieser Depp da trug die Farben der Ankret. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ach, was soll's. Dem Pack kann man auch nicht trauen. Ich bin von Monstern angegriffen worden. Ich brauche einen Hexer, keinen Jäger. Tja, ja, ganz schön bestimmend, der Herr. Aber gut, worum geht's? Also gut, worum geht es denn? Erzähl. Mein Kollege und ich waren mit einem Wagen voller Felle unterwegs nach Fyrisdal. Plötzlich fängt was an zu kreischen. Das Pferd geht durch und dann springen lauter Monster aus den Büschen. Oder Diebe? Mein Kollege zog den Kürzeren, den haben sie sich zuerst geschnappt. Ich bin wie durch ein Wunder entkommen. Was waren das für Monster? Neckhooks, kein Zweifel. Was? Neckhooks? Du weißt schon, scharfe Klauen, Tierschädel auf den Köpfen, greifen im Rudel an. Necker? Necker, ja. Genau, Necker, fast 20. Also, hilfst du mir und bringst die Bastarde um? Die Straße muss passierbar sein. Ich will sie bald wieder benutzen. Ah, komm. Ich helfe dir. Herrlich. Hexer lassen einen nicht hängen. Im Gegensatz zu den Armleuchtern vom Clan Drummond. Oder Clan Drummond. Viel Glück, Hexer. Mach's gut. Moment. Wo finde ich dich? Was? Nach dem Auftrag. Wo finde ich dich? Oh, ach so. Hier, in der Taverne hier. Da warte ich auf dich. Gut. Bis dann. Ich glaube, der wirklich warten wird. Ich hab da so meine... Hab da so meine Zweifel. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen? Oh, sei doch ruhig, du Labertasche. Problem ist schon längst gelöst. Das Problem ist gelöst. Und? Das war's? Erzähl mir mehr. Hat der Drache Feuer gespuckt? Oder Gift? Oh, dein schöner Drache, weißt du. Das war kein Drache, sondern ein Gabelschwanz. Sieht ähnlich aus, ist aber kleiner und nicht so gefährlich. Ja. Nicht so gefährlich, sagst du? Dann sollte deine Belohnung auch nicht so hoch sein. Wir hatten uns auf eine Summe geeinigt. Genau. Ja, für einen Drachen. Hätte ich gewusst, dass es ein Gabelschwanz ist, hätte ich ihn selbst umgebracht. Wow. Es war einmal ein Monster. Da kam ein Hexer und das Monster war weg. Ich glaube kaum, dass du ein Gabelschwanz hättest umbringen können, du kleine Labertasche. Na egal. Wo ist denn jetzt der Auftrag, wo ich den Neckar umbringen soll? Muss der da vielleicht? Der meistgesuchte von Skellige, das kann das sein. Nehmen wir den nächsten Auftrag, den wir anschneiden können oder vielleicht sogar schon beenden. Nun gut, hier lang ging es. Ich sollte nicht so ehrlich sein. Dann kriege ich mehr Geld. Mein Pferd ist da, aber ach egal. Das ist der richtige Weg, ich weiß es. Mann, Mann, Mann. Da ist nämlich das Schild und so. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisken, Waldstraße oder Riesen in der Nähe? Uns besaufen und die Frauen vögeln. Das machen Hexer, wenn keine Monster in der Nähe sind, mein Herr. Einfach geile, primitive Vergnügen. Ja, und das Wort bezieht sich vor allem auf geil. Ja, zumindest lässt mich Geralt Hexer dies glauben, so auch wie er geilen Spaß hatte. Nicht so schnell, Plätze. In seinem Hexerleben, mit dem wir Teil wurden oder so. Der Wagen. Ich muss mich umsehen. Ja, ich bin dabei, mich umzusehen. Schau, da ist ein Toter. Das ist wohl der Kollege des Fahrhunders. Komisch. Scheint eher an Altersschwäche als an Verletzungen gestorben zu sein. Vielleicht ist der Typ auch... Es hat Wunden wie von Klauen in den Flanken. Aber eine Kiefersperre und einen durchgedrückten Rücken hat es auch. Könnte an Tetanus gestorben sein. Boah, hat er uns belogen, der Mistkerl. Deswegen wollte er uns ein Hexer, oder was?
Eine Falle? War klar, oder? Was zum... Oh! Ja, es war so klar. Das war knapp. Mir ist, als sei das kein Zufall gewesen. Mal nachsehen. Ja. Auf zum Berg. Komm, das war nicht mal richtig. Na egal. Oh. Die Furche ist noch frisch. Der Felsen muss hier durchgerollt sein. Das hätte ich aber auch sagen können. War ja klar, dass der von da oben kam. Come on. Kann nicht mal den... So, hier muss es gewesen sein, ja. Hier kam der Felsen her. Ich glaube, da sind Spuren. Tja, wovor? Oh, das sind sie. Neckarspuren. Ganz klar. Was? So noch keine Neckar. Doch, sind Neckarspuren. Hä, Neckar können sowas machen? Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Neckar? Lassen Felsen runterrollen und bauen Fallen auf? Verarsch mich nicht. Hab die Spuren verloren, wegen den Wölfen. Na. Da hab ich mir erstmal mein Schwert ziehen, ihr kleinen dummen Wölfe. Die machen mich... Ich schwöre, ich raste gleich aus. So, ihr kleinen... Aua, aua! Mann, ich hab doch nicht mehr so viel Heilungsgegenstände. So, jetzt verreckt ihr dummen Hunde. Heul doch woanders herum. Verdammt. Oh Junge, die sind so schnell. Alter Schwede. Wieso hat er sich plötzlich bewegt? Das ist hier eine Neckarhöhle scheinbar. Alter, war das ein heftiger Angriff. Die haben mich richtig eiskalt fertig gemacht oder so, in der Art. Fast. Ah, hier. Diese Spuren führen eindeutig her. So, können wir auch rennen dabei eigentlich. Oh, das ist doch nicht normal. Was geht hier vor? Das können keine Neckar machen. Neckar sind primitiv. Eindeutig primitiv eigentlich. Na gut. Ich finde die Spuren nicht mehr. Da. Endrige. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Endriaga meine ich. Ja, gar nicht die Auswahl haben ist gut. Ich glaube, Feuer ist besser gegen die. Oh ja, nervt mich dann noch mehr. Ich glaube, es ist... Ich dachte, es würde zu Tieren... Die würden als Tiere zählen, aber... Hä? Ja, mit der Faust drücke ich die richtige Taste, Junge. So, jetzt aber... Verreckt doch einfach am Feuer oder so. Du lebst noch? Dachte, ich hätte dich richtig hart rangenatzt. Na gut, dann nicht. Ist nicht so einfach hier, wa? Aua. So. Oh, oh, oh. Bisschen Nahrung noch. Oh, ja, ja, du dummes Viech. So. Noch mehr? Alter! Entscheide dich mal, Geralt. So, ja, hier.
fress meinen Stahl. Ihr verdammten Mistdinger. Sind aber ganz schön viele. Wo kommt ihr alle her? Ja, aus dem Nest hier, hä? Eine Krabbspinne. Der Oberboss, hä? Ja. Aua, ja. Da hat er mich eingefädelt. Was ist das? Gift? Junge, ich komme ja gar nicht auf dich klar. Falsche Taste gedrückt. Oh Mann, diesmal mal nicht. Oh, oh, oh. Aua, oh Gott, das tötet mich noch. So, jetzt verreck einfach und sei lieb oder so. Junge. Essen noch nebenbei. Kommen wir so langsam ins Positive wieder zurück. Danke. Das war jetzt aber ein ziemlich heftiger Kampf. Was soll das denn alles? Das ist doch nicht normal hier. Ich wollte nur ein paar kleine Necker töten. Jäcker, was? Necker und dann werde ich hier so heftig angegriffen. Ah, Mann. Ein bisschen was essen hier. Oh, Mann. Das ist ja, das ist ja unverständlich hier. Wir können auch ein bisschen was trinken. Na gut, Leute. Ich glaube, wir werden nächste Folge herausfinden, was hier abgeht. Hoffe, ihr habt Spaß und hattet Spaß und habt auch nächste Folge wieder Spaß. Und wenn ja, ein Däumchen würde mich ziemlich freuen. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi.